Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Risen. In der letzten Folge haben wir Urzegor befreit und seine drei Diener getötet. Heute möchten wir gern das goldene Tor öffnen. Dazu brauchen wir jetzt noch diesen Schädel von Urzegor und natürlich die Schädel der drei Diener, die haben wir aber schon. Und dann wollen wir doch mal sehen, was Inquisitor Mendoza vorhat. Er hat sich ja in der letzten Folge mit Urzegor unterhalten und hat wohl herausgefunden, wie er sich diesen Feuertitan zu eigen machen kann. Wir werden sehen. Also, sprechen wir nochmal kurz mit ihm. Wieso haben die immer noch ihre Waffe gezogen? Na, ist vielleicht besser hier unten. So, der hat nichts zu sagen. Dann die vier Altare. Also, Urzegor war der große Macker. Das heißt, Urzegors Schädel zuerst, wenn ich ihn jetzt noch finde. Hier. Yummy. Ihm, sein persönlicher Diener war der der Wächter und Toter Krieger. Und ihm gleichgestellt war der Priester. Ne, wo ist jetzt der Schädel? Was denn das war? Hier. Ich glaube, ich mache das gerade komplett falsch rum. Aber wir werden sehen. Und dem Priester unterstellt war von ihm erschaffene Biest. Jo, war genau falsch rum. Sehr schön. Die gucken Richtung Tor. Ich dachte erst, die schauen vom Tor weg und das wäre dann die richtige Reihenfolge, aber dann halt andersrum. Also, nochmal. Biest wurde beschworen vom Priester. Priester war gleichgestellt mit dem Wächter, mit dem Kämpfer, ne? Krieger, okay. Und der Krieger war unterstellt dem, als persönliche Wache, dem Urzegor. So, und damit ist das Ding geöffnet. Und jetzt kommen wir zum Feuertitan. Es ist soweit. Ich bin am Ziel. Urzegor hat dir etwas erzählt. Was hat er dir gesagt? Ich kenne den Zauber, der notwendig ist, um das letzte Siegel zu brechen. Mein Okular wird ihn sichtbar machen und mein Wille wird ihn unterwerfen. Was hat er noch gesagt? Es ist der Titan des Feuers, der die Insel beschützt. Er verhindert, dass die anderen Titanen die Insel zerstören. Das heißt, wenn wir ihn befreien, wird die Insel zerstört? Aber wir haben eine Waffe. Selbst wenn wir diese Insel nicht retten können, haben wir endlich eine Waffe, um die Titanen zu bekämpfen. Moment mal, du willst die Insel opfern? Hör auf! Du redest von Opfern, während da draußen der Rest der Menschheit vor die Hunde geht. Wach endlich auf! Das Festland ist längst zerstört. Der König ist tot. Oha. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, wird es bald keine Menschen mehr geben. Was ist, wenn der Titan nicht für uns kämpft? Du hast es doch selbst gesagt. Er war einst ein Diener des guten Gottes. Aber das war vor 1000 Jahren und inzwischen haben die Götter diese Welt verlassen. Er wird mich als seinen Herrn anerkennen. Mit ihm als Waffe werde ich die anderen Titanen vernichten und die Welt für die Menschen retten. Es muss einen anderen Weg geben. Du zweifelst immer noch. Du warst nie bereit für große Taten. Nee. Jetzt, wo es darauf ankommt, deine mutige Entscheidung zu treffen, ziehst du den Schwanz ein. Ich schätze, dann muss ich dich wohl aufhalten. Was denn? Du willst mich aufhalten? Ja. Und wie willst du das tun, wenn du nicht mal in meiner Nähe bist? Das ist so mies. Männer, tötet ihn! Das ist so mies. Und ich stehe einfach nur tatenlos und da und schaue ihm zu. Wow, gerade so durchgepasst. Gut, ich habe jetzt einen tollen Kampf vor mir. Ich darf jetzt gegen die drei Kommandanten, gegen den Kommandanten und die zwei anderen da. Pass auf! Halt! Fuck! Ich hatte den Finger auf den falschen Tasten. Autsch. Der Kommandant ist hier mit Abstand der Stärkste. Die anderen zwei sind eher Kanonenfutter. Also ist es erstmal wichtig, den Kommandanten zu erledigen. Das klappt aber nicht, wenn ich überhaupt nicht zu schlagen komme. Ja, okay. Gut, also das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hatte die Finger auf den falschen Tasten und konnte mich nicht richtig wehren, deswegen. Probieren wir das Ganze nochmal. Der Kampf ist dennoch nicht leicht, so oder so. Schauen wir mal. Ja, geht klar. Ne? Ist klar. Ich kann noch nicht mal reagieren, da haben die schon zugeschlagen. Autsch. Ja, das ist schon mies.
Ich muss mal versuchen, mich irgendwie voll zu heilen, bevor ich hier gegen die kämpfe. Ja, bleib an so einem blöden Stein hängen, meine Güte. So, dann nehmen wir mal die drei noch hinzu. Alter, ernsthaft? Hast du gefunden, was du gesucht hast? Der Inquisitor kümmert sich um. Ach Mann, das ist doch assi jetzt hier. Geh weg. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab gleich völlig Dings verloren. Okay, den Kommandant hätten wir. Ups. Komm schon. Wow, ich lebe immer noch. Da blockt aber auch alles. So, also Achtung, ich halte jetzt schon mal die Taste nach hinten gedrückt, dass ich direkt ausweiche. Das war jetzt ein bisschen nervig hier mit dem Gespräch zwischendrin. Das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Okay, ich laufe schon mal nach hinten. Und... ja, sehr schön. Ersten Schlag ausgewichen. Schon mal viel wert. Autsch. Aber ich sag ja, die machen halt nicht so viel Schaden, die beiden hier, ne? Solange sich der Kommandant ein bisschen zurückhält, sollte der Kampf eigentlich kein Problem sein. Ja, da war schon der erste Hieb von ihm wieder. Autsch. Wow, das ist aber noch ausgewichen, Mensch. Okay, nur noch der Kommandant und ich. Das möchte ich mir dann aber doch nicht wieder entgehen lassen und gehe auf Nummer sicher. So, komm mal her. Was? Wird nicht eingefroren. Verdammt, dann dachte ich, kann mir es ein bisschen leichter machen. Autsch. Ich mach's wirklich jedes Mal genau im falschen Zeitpunkt. Ich muss noch einen Heiltrank trinken, sonst bin ich ja gleich wieder verloren. Ja, das ist ein bisschen wegrennen und draufhauen, sorry dafür, aber ihr seht ja, was der für einen Schaden macht. Einfrieren kann ich ihn auch nicht. Na komm. Jawohl, sehr schön. Jetzt habe ich ihn. Super, okay. Das war... was war das, ein Novizenstab? Oh mein Gott, damit hat er so viel Schaden gemacht. Richtig Stab. Ah, das sind alles Waffen, die nicht der Rede wert sind irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch eine bessere Waffe bekomme irgendwann in dem Spiel. So, also Ursogor möchte mit uns reden. Na dann los. Nun hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Was ist passiert? Der Inquisitor will den Titan kontrollieren. Du bist überrascht. Der Träger des Auges ist ehrgeizig und strebt nach Macht. Der ist ein bisschen übereifrig, ne? Du selbst hast ihm den Schlüssel dazu gegeben. Dieser Versuchung kann er nicht widerstehen. Dann können wir nur hoffen, dass sein Plan funktioniert. Er wird scheitern. Niemand ist in der Lage, einen Titan ohne Hilfe der Götter zu kontrollieren. Tja. Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Das ist lange her. Und der Einfluss der Götter war stark. Nun, wo die Götter diese Welt verlassen haben, gibt es niemanden, der einem freien Titan befehlen kann. Frei von seinen Fesseln wird er wüten und alles verbrennen, was in seine Nähe kommt. Dann wird die Insel vernichtet und alle werden sterben. Nicht, wenn du den Träger des Auges aufhältst und den Titan zurück in sein Gefängnis zwingst. Noch ist der Titan schwach. Und selbst wenn er frei ist, ist er noch lange nicht im Vollbesitz seiner Macht. Doch seine Kräfte wachsen von Stunde zu Stunde. Schon bald wird ihn niemand aufhalten können. Na, dann sollte ich mich wohl beeilen. Wie kann ich den Inquisitor aufhalten? Der Inquisitor ist nicht wichtig. Es ist der Titan, um den du dich kümmern musst. Was muss ich tun? Nur ein Titanenlord kann den Titan wieder in seine Fesseln zwingen. Ich muss also selbst zu einem Titanenlord werden. Ja, das ist deine einzige Chance. Wie werde ich ein Titanenlord? Du musst den Titan im Kampf bezwingen. Klingt wie ein Du brauchst eine Rüstung, die dich vor der unsterblichen Glut des Titanen beschützt. Sonst noch was? Eine Waffe, um gegen den Titan zu kämpfen. Nur wenn du beides hast, Waffe und Rüstung, hast du eine Chance zu siegen. Okay. Wo bekomme ich die Rüstung her? Nur von Titanen geschmiedetes Eisen kann ich schützen. Ja, das finde ich bestimmt problemlos. Ich besaß so eine Rüstung. Du musst sie finden. Super. Wo bekomme ich so eine Waffe her?
Der dunkle Gott schenkte mir einst einen Hammer, um gegen die Titanen zu kämpfen. Nur mit ihm wirst du in der Lage sein, den Titan zu verwunden. Oh je. Das hört sich alles ganz nett an, aber wo finde ich das ganze Zeug? Auf meinen Befehl hin wurde meine Habe an die Hohepriester der Echsen gegeben. Sie sollten sie bewahren und schützen, damit niemand in der Lage ist, die Titanen erneut zu unterwerfen. Also, wo sind diese Priester? Sie sind tot. Seit langer Zeit. Du musst ihre Gräber finden und die Siegel brechen. Dort findest du, was du brauchst. Mhm. Wo finde ich die Gräber? Sie sind in den Tiefen der Insel verborgen. Doch ich warne dich. Meine Befehle haben immer noch Bestand und sie werden. Die Augen von denen, die flackern. Es gibt Whee. 5 Gräber. Wie so ein Halloween-Kürbis. Und in jedem dieser Gräber wirst du einen Teil meiner Habe finden. Okay. Was für Siegel? Mächtige Kraftfelder schützen die Zugänge. Nur die älteste Magie hat genug Macht, um sie zu brechen. Damals erschuf ich eine Rune. Mit ihr kannst du die Barrieren zerstören, die die Priestergräber schützen. Gut, das kriege ich hin. Dann höre. Die Rune findest du im Sarkophag, wo auch mein Schädel lag. So. Den habe ich doch schon geöffnet. Nun, ich habe ein Geheimfach eingebaut. Drück den Deckel gleichmäßig zur Seite, dann wird sich das Fach öffnen und du kannst die Rune entnehmen. Nun weißt du alles, was nötig ist. Kehre hierhin zurück, wenn du dich bereit fühlst. Also, 5 Tempel, Kapitel 4, der Titan. 5 Tempel, das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Ich werde wohl wieder quer über die Insel reisen dürfen und dort dann die Habseligkeiten des Titanenlords, die Rüstung und eventuell ein paar Waffen zu finden. Ja, es bleibt spannend. Öffnen wir nochmal den Sarkophag. Boah, Alter, musst du denn das auf der anderen Seite machen? Ist doch egal, von welcher Seite, oder? Was tut er da? So, jetzt aber. Das ist aber nicht gleichmäßig aufgemacht. Okay, magische Barrieren zerstören. Gut. Mana, Wurzel. Ja, habe ich. Okay. Sehr schön, das wird kein Problem. Gut, also das heißt jetzt, wir müssen zurück an die Overworld und müssen dann dort die ganzen Priestergräber finden. Gleich mal einen Blick auf die Karte. Oh, Questkarte, das brauchen wir nicht. Hier, Questkarte. Also 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das wird eine schöne Arbeit. Darum müssen wir uns aber erst kümmern. Ah, das kenne ich ja schon. Hier war es schon mal. Gut, also erstmal würde ich sagen, zurück zur Vulkanfestung. Dort mal mit den Magiern quatschen. Warum störst du Vielleicht mich? Vielleicht können die mir ein bisschen helfen mit meiner Problematik. Greifen die mich jetzt auch an hier? Ich mach dich kalt. Ja. Na komm her. Was könntest du es mit mir aufnehmen, dieser runde Witz? Ja. So. Das war kein Gegner. Okay. Also, ich gehe jetzt zurück zur Vulkanfestung. Und zwar einfach mit dem Teleporter. Ich lasse jetzt die anderen hier in Ruhe, das ist eigentlich egal. Und werde mal sehen, was ich dort so tun kann. Wir werden gleich noch eine kleine Überraschung erleben. Unsere Aktionen hier in dem Tempel, das Öffnen des Tempels vor allem, hat schon ein paar negative Nebenwirkungen gehabt. Dazu gleich. Also, schauen wir mal. Die Magier sollen uns erstmal vor allem helfen, dass ich meine Magie verbessern kann. Ich kann jetzt schon auf 7 gehen mit dem Frostkristall. Und dann, was haben wir denn da? Oha, ein Speer, ein Echsenmensch. Also, so wie es aussieht, wurde die Vulkanfestung überrannt von den Echsen, weil ich das Tor geöffnet habe. Ich sollte das mit dem Zauber einfach lassen und mit dem Stab draufhauen. Ist hier jemand? Nee. Ja, jetzt heißt es schnellstmöglich, die Echsen zu töten, bevor die hier upragen und alle töten, die sie in die Finger bekommen. Das werde ich doch nicht so dermaßen. Meine Güte. Aber das sind zum Glück nur einfache Gegner hier. Ich müsste sie allerdings trotzdem mal treffen, um sie zu töten.
Ja, ihr hört schon, also vielleicht hört ihr es, die Echsen greifen an. Ja. Und ich muss jetzt schnellstmöglich die Leute verteidigen, denn wenn ich nicht schnell genug bin, sterben die ganzen, weg mit der ganzen Leute hier. Was ist denn hier? Hier ist auch einer gestorben, das ist nicht so schön. Okay. Also, schnell sein. Jetzt aber hopp hier. Wenn es geht, trotzdem den Eiszauber mal nehmen. Alter, das war jetzt nicht der Ernst. Der braucht echt noch zu lange, der blöde Zauber. So, da unten steht ein Magier, der soll das mal egal sein. Ich möchte mich jetzt beeilen und noch möglichst viele retten. Wow. Nimm doch deinen Stab jetzt, wenn ich das schon tue. Ja, ich stecke hier ganz schön Schaden ein und bin auch gerade nicht in der Lage, einen vernünftigen Kampf zu führen. Aber... Alter, wie kämpft denn der? Das ist ja übel. Du bist nur ein verdammter Speer. Jetzt stirb schon, meine Güte. Der hat mir aber gerade richtig zugesetzt. Okay, ich hoffe mal, dass jetzt noch ein paar von den Leuten leben. Wow, hier sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Viele von den Ordenskriegern ich will hier keine Zauberei und Rekruten hat es erledigt. Du hast sie doch nicht mehr alle. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Okay, den hätten wir auch. Meine Güte. Also, ey. Die Speer sind irgendwie schwerer zu bekämpfen als die ganzen Tempelkrieger und sowas. Mann, Mann, Mann. Ja, also man sieht schon, hier ist die Hölle los. Von den ganzen Leuten überleben kaum welche, wie es aussieht. Jetzt kann ich mal hoffen, dass wenigstens die Magier alle überlebt haben. Ja, gehen wir mal nach unten. Alter, das kann jetzt noch nicht ernst sein. Wie ist denn der jetzt ausgewichen? Hallo. Gut, den hätten wir auch. Wow, Pallas ist tot. Alter, von einem einfachen Speer getötet. Das ist doch nicht dein Ernst. Tja, damit haben wir wohl ein Problem. Denn Pallas war unser Lehrer für die Frostmagie, für den Frostkristall. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal alles, naja, plündern. Besser als wenn es unsere Feinde in die Hände bekommen. So, was haben wir denn hier? Naja, nicht viel, ne? Den Apfel können wir mitnehmen. Die Truhe können wir auch öffnen. Ja, ich werde jetzt einfach mal diese Situation ein wenig ausnutzen und den ganzen Bestand hier mitnehmen. Jo, Pallas ist tot. Wow, nice. Trank der Magie. Und ein Richtstab. Macht von Eis. Das nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Der hat scheinbar gar nicht erst gekämpft, weil der hat nicht mal die Waffe gezogen. Das finde ich ein bisschen komisch, weil eigentlich sollte der schon stark genug sein, um gegen so einen normalen Echsenmenschen zu bestehen. Geschafft. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall... Tja, was machen wir jetzt, ne? Wir haben den Frostkristall erst auf Stufe 3 und kommen jetzt nicht weiter ohne diesen Lehrer. Das könnte problematisch werden. Ja, wie gesagt, hier ist die Hölle los, hier ist viel passiert. Die Echsen haben die Vulkanfestung einfach mal so überrannt. Und nun, tja, keine Ahnung. Erstmal die Kisten öffnen. Ach, das, ich hab auch, das sind 4 Felder und ich drücke jedes Mal das Falsche. Wow. Schön, da war Dietrich drin, super. Gut, mal sehen, wie viele von unseren Kollegen hier überlebt haben. Ignatius hat's wohl überstanden. Dann war auch Cyrus am Leben und der Magier hier hieß Vitus, der hat es auch geschafft, wie es aussieht. Aber die meisten Rekruten und Kämpfer sind hinüber. Der möchte gar nicht erst mit mir sprechen. Und da geht das Gebore schon wieder los, super. Ich muss auch aufpassen, an manchen Stellen haben sich dann doch noch ein paar von diesen Echsen versteckt. Carson? Hey, da hat ja jemand überlebt. Wie ist die Lage? Mach dir um uns keine Sorgen. Wir passen auf. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Und jeder, der mich dabei stört, wird das bitter bereuen. Mhm. Ja, ich spreche jetzt mal noch nicht mit den Leuten. Ich möchte erstmal die ganzen Echsen loswerden. Beziehungsweise sicher sein, dass alle Echsen tot sind. Dann möchte ich mit Ignatius sprechen. Und dann schauen wir mal. Also hier hinten waren auch noch welche. Tja. Hier ist echt viel los. Ei, ei, ei. Noch ein Apfel. Die Truhe hatte ich schon mal geöffnet. Ich werde jetzt auch hier unten dann nochmal in diesem Mausoleum nochmal nachsehen.
Man hört ab und zu mal noch so ein Grunzen von diesen Echsenmenschen. Das heißt also, es sind immer noch welche am Leben. Tja, ich würde aber sagen, das Ganze verschieben wir dann auf die nächste Folge. Jo, wie es dann hier weitergeht, erfahren wir bald. Hier sind auch noch zwei Tote. Rekruten. Die haben nicht mal gekämpft, das ist doch ein Witz. Na gut, okay, lässt sich nicht ändern. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.